Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice 25 auf der Hof Bergmann. So, wir starten. Und jetzt Endspurt mit dem Feld hier. Ich will das Feld so schnell wie möglich fertig haben. Sind immer noch so rum. So, let's go. Oder auch mit anderen Worten, Attacke. Attacke nimmt dann meine Katze Reis aus, warum auch immer. Ach so, hat sich hinter mir platziert. So, Dilly. Wollte in der letzten Folge wollte ich was gucken, das machen wir dann gleich mal rumgedreht hin. Wie viel Zeit nehmen wir uns jetzt noch? Zack. So, die waren bestimmt bei Anhänger mit dabei. Oder? Und ich markiere extra Pack gemacht. Das war ja mal mein Lieblingsanhänger. Automatischer Stützfuß. Muss man Standard. Gucken wir mal, was mal, wie weit der ist. Machen wir noch. Also sind die Preise geblieben wie meine 19 circa. So, 5% haben wir noch. So, müssen wir abtanken. Das letzte Prozent. Ein Krimi 50. Bleiben wir liegen, wie wir sehen werden. Wäscher ist voll. Also so weit vorfahren, wie es geht. Dass wir die letzten drei Krümel 50 noch reinkriegen. Ja.
Da war er doch schon. So, das heißt jetzt, let's go. Auf geht's zurück zum Hof. So, das wird jetzt eine Weltreise werden. Dass wir gehen in die Intensiv, wenn sie so ähnlich dauert. Ich sehe kalten Kaffee, aber passt schon so. Bewartungstechnisch sieht er gut noch aus. Auch ein bisschen waschen und dann waschen, tanken, abstellen. Würde ich jetzt so handhaben. So, Mission ist komplett. Wir können auf der vollen Straßenbreite fahren. Und ich werde hier aus einer Sicht. Macht sich besser. Weil durch der Schneid da vorne sehe ich nie wirklich was. Und von der Breite her mit dem Schneidberg ist irgendwie gerade einfach. Aber dafür ist schön gemütlich hier. Trotz Vollgas bis 20 km/h, leider. Dieser Niederschnellste. Aber was müsste man? Irgendwie kommen sie wo, also müssen wir zurückkommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und denken wir Zeiten, da werden wir die Drescher austauschen. Wenn wir das nötige Kleingeld haben für ein Hochieren, ne, Trieren. Hochieren war ja der Lader. Aber apropos Lader und Schlepper, ich bin gerade dabei, wo ich schon mal erzählt habe, die Schlepper habe ich jetzt schon zusammengefasst, als das nur noch ein Mod ist. Was jetzt im bis jetzigen Glaspack, was noch zum Testen da ist, also was meine Tester haben, war es ja bis jetzt so, dass jeder Schlepper ein einzelner Mod ist. Ich habe es jetzt geschafft, dass ich zusammenfügen kann. Ich habe den Fehler gefunden, warum ich nie mit den Blitzern nie mehrere Schlepper in ein Pack tun konnte. Der kam mit dem Laden der Dinger nicht klar. Und da habe ich das ganz einfach gemacht. Ich habe einfach Nutz gesetzt, wo die Front- und Heckblitzer sitzen, und jetzt klappt das.
lädt sowieso die XML und dann lädt er aus der XML die I3D raus. Das war das wahrscheinlich doppelt gemoppelt und damit kam man nicht ganz klar, weil die I3D ja schon verbaut war. Ob das nicht ganz so hinkam, wie es hinhauen sollte. Und jetzt, wo ich das mit den Notes mache, klappt das einwandfrei. Und da habe ich jetzt das letzte Wochenende die Schlepper vollendet am Sonntag und habe schon mal mit den Radlern angefangen. Ah, ich bin falsch gefahren, hätte ich das ganze Dorf eiern. Naja, egal. Ich will in Acht nehmen, ich hier lang eier. Der Stunde nutzen wir, solange wir hier fahren. Und da kommt das nicht mal rein. Ja. Da kommt die kleine Einfahrt, da passt das. Jetzt muss ich warten. Jetzt kommen wir da nicht vorbei. In dem Fall. Und da kommt der nächste. Ja, fahren wir da genau davor. Hasse es. Dann sehe ich nichts. Ich suppel hier fest. Ja, gut noch rum. Gerne hören, wenn wir es fühlen. Ja, mit Zwinkel warten kann, ich hätte, oder ich hätte einfach richtig fahren müssen. Kann man nehmen, die Nölde. So, Dele, let's go. Schlange habe. Man hat sich viel gefreut. Da haben wir einen schönen ersten. Aber ich kann noch nicht gerade ausweichen, weil nie wirklich Platz ist hier. Ich würde mich viel vorlassen. Bleibt zum Tod, möchte ich mich gerade vordrängen. Jetzt gehen wir hier rüber, damit wir mal vorbei können. Angestaut hier. Ich komm schon mal kurz wieder rein. Hier kommen ein paar Bäumchen. Und das ist leider kein Träumchen.
was geschafft. Und dann fährst du mich noch 2 Meter gedulden. Geschafft. Bleib mal an der Mauer hin. Oh man. Das tut Link wie ist los. So. Da stand der Kirche irgendwo. Zack. Link. So, das haben wir alles erledigt. Und den Stuhl einparken. Sicht gehen. Nur bitte schön in der Sicht fahren. Echt überlegen, ob ich mir wieder mal ein paar Fänge 50 übrig habe, lieber ein größeres Twin Deck hole oder das Geld in Head Tracking investiere. Ja, das war dann doch schon praktischer, eventuell Head Tracking. Im Deck komme ich erstmal so weit klar, habe ich mich arrangiert mit über die Zeitraum. Das ist nicht ganz so eilig. Was Headtracking kostet so um die 150 rum, glaube ich, war das. Im Deck sind um die 200. Immer schön am Abfahren, jetzt Weltfrüchte. Letzten 8600 Liter, knapp, mehr ist es ja nicht mehr geworden. So, Dele. Da haben wir es geschafft.
So, mit gleich geschafft, möchte ich zwar jetzt nicht das Folgenende, sondern gleich sind wir hier raus und auf dem Weg zur Mühle. Aber die Folge ist auch mittlerweile zu Ende. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.